Horst Rubisch an meiner Seite. Ich bin so amused. Sie sind ein Idol meiner Jugend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Sie auch neben mir habe, müssen wir Nachruf über Franz Beckenbauer sprechen, weil das wird Sie auch nicht ganz kalt lassen, im Gegenteil sogar. Nein, bei Franz war es halt so, zum Schluss, man hat es ja auch gesehen, dass es ihm nicht so gut ging auf der einen Seite. Und eins muss ich halt jetzt sagen, für mich jetzt wenigstens, weil Franz war für mich ein überragender Mann. Der wirklich, ich kann es eigentlich schlecht beschreiben. Ich meine, über den Fußballer Beckenbauer ist genug gesprochen worden, aber er war ein Typ und ich muss auch sagen, ich habe ihn auch zu meinen Freunden gezählt und er mich auch zu sein. Und deswegen tut es mir also wirklich riesig leid auch im Moment. Herr Rubisch, warum Sie mein Idol sind, das spreche ich auch offen aus. Also allein Ihre Erfolge jetzt mit der deutschen Frauennationalmannschaft, das ist ja, glaube ich, auch so eine gewisse Strahlkraft, die Beckenbauer hatte, die auch Sie haben. Menschen so zu beflügeln, da braucht man auch nicht unbedingt immer nur technische Dinge von sich geben, sondern Ihre Präsenz ist es einfach, wenn Sie damit. Nein, ich denke mal, ja. Ich habe ja eben gerade versucht, auch mal Franz zu erklären, weil dieses Menschliche, was er hat, dieses Offene, was er gehabt hat, ich denke, das ist auch das Entscheidende heute. Auch die Mädels, wenn ich das so im Moment nehme, wir haben einen guten Rat zueinander, wir gehen offen und ehrlich miteinander um. Toll. Und ich denke, diese Ehrlichkeit zahlt sich dann am Ende auch aus. Ja, also wie gesagt, Lichtgestalt, sagt man über Franz Beckenbauer. Aber die Lichtgestalt ist Franz Beckenbauer, die bin ich nicht. Ich meine, ich weiß auch, wo Franz... Aber unterschätzen Sie das nicht. Wo Franz damals gekommen ist, da hast du schon gedacht, da geht's Licht an. Ne? Aber nein, bei mir ist halt einfach eine Geschichte, es macht mir riesig Spaß. Das ist der eine Punkt, die Mädels nehmen mich auch. Und ich habe es ja vor 3,5 Jahren auch schon mal beim DFB gemacht. Und hier war es jetzt eigentlich auch eine Geschichte, die mir so ein bisschen wichtig war, sage ich es jetzt mal so. Weil die Mädels gehören einfach zur Olympia. Ob wir es schaffen, werden wir sehen. Doch, sie schaffen das. Naja, aber wir werden alles probieren, machen. Wenn ich sie sehe, da habe ich so wirklich so ein Gefühl von Zuversicht und wirklich eine, wie gesagt, ihre Energie. Das ist, sie sind da und. Ja, aber nochmal. Ich weiß, sie sind bescheiden, aber. Nein, am Ende des Tages, ist es ja. Nochmal, wir müssen es ja machen. Ja. Das ist ja nicht. Der Rubisch ist ja nicht HSV oder der Rubisch ist ja nicht der DFB, sondern. Wir zusammen als Mannschaft mit den Spielern oder mit dem ganzen Staff drumherum, wir müssen einfach die Leistung abrufen und dann auch die Verantwortung verteilen auf die Spieler. Und dann kriegst du eigentlich auch das zurück, was du eigentlich haben willst. Weil ich habe ja immer den Vorteil gehabt, ich habe selektierte Spieler, schon ausgesuchte, erlesene. Toll. Und da geht es eigentlich darum, weiterzuentwickeln, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen und besser zu werden. Ich habe eine letzte Frage. Welche Ambitionen haben Sie denn noch im Sport? Also wenn jetzt zum Beispiel der HSV auf Sie zukommen würde und sagen würde, würden Sie übergangsweise den HSV übernehmen, zweite Liga und vielleicht dann ein bisschen in die erste Liga? Ich habe ja eine Zusage gegeben beim DFB jetzt und bleibe auch bei meinem Job, denn ich bin ja beim HSV nach wie vor noch Sportdirektor. Zweite Liga. Und nein, sowas in der Frage, das ist für mich jetzt kein Thema. Ist kein Thema. Herr Wir Rubisch. Sind auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Frohes neues Jahr. Vielen Dank. Diesen Augenblick werde ich niemals vergessen. Alles klar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Viel Spaß, schönen Abend noch.